Also ich glaube, wenn ein Spieler wie Arjen Robben wieder fit und spielbereit ist, dann wird der Trainer logischerweise auch ihn fragen und natürlich dann ins Kalkül ziehen, ihn spielen zu lassen. Man hat bei ihm schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat ja zuletzt dann sich eine Verletzung geholt, aber es liegt ja im Interesse von Pep Guardiola, Robben so schnell wie möglich Spielpraxis zu geben. Bayern haben eine Weltklasse-Mannschaft. Sie sind auf allen Positionen fantastisch besetzt und haben in diesem Sommer ja auch nochmal reagiert auf das, was in der letzten Saison für mein Dafürhalten dazu geführt hat, dass sie am Ende nicht die Champions League gewinnen konnten. Denn wenn ein Spieler wie Arjen Robben, wie Franck Ribéry ausfallen, dann konnten sie nicht nachladen. Das können sie dieses Jahr auch durch die Verpflichtungen von Da Costa und von Coman, um ganz am Ende dann das übergeordnete Saisonziel zu erreichen, nämlich die Champions League zu gewinnen. Ist es auch für Bayern München so, wie es immer war. Naja, aber alles, Dortmund 5-1 geschlagen, Wolfsburg 5-1 geschlagen, das sind ja schon Ausrufezeichen. Das sind Ausrufezeichen, aber deswegen bist du ja noch nicht Champions League-Sieger. Wenn sie nur schaffen, glaube ich, wenn sie am Ende eben auch die Spieler zur Verfügung haben in der entscheidenden Phase, dann im Frühjahr, die diese Mannschaft zwingend braucht, um international dann ganz am Ende sich gegen die ganz Großen durchzusetzen, Real Madrid, Barcelona, auch Juventus Turin, die das letztes Jahr fantastisch gemacht haben. Und dann werden Robben und Ribéry ganz, ganz sicher wichtige Spieler für den FC Bayern sein. Aber wird dann Lewandowski nicht wieder schwächer? Ja, ich finde, man hat ja den Eindruck, dass er davon profitiert, dass die beiden nicht da sind. Robert Lewandowski ist wie so viele andere auch wirklich Weltklasse. Was er in dieser Saison spielt, das ist unfassbar. Er wird aber auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Vielleicht wird er nicht die Torquote haben, weil die beiden natürlich schon Raum einnehmen auf dem Platz. Aber im Zusammenspiel, glaube ich, ist das für Bayern alternativlos, dass sie diese Spieler auf dem Platz haben. Sie haben über außen enorm viel Druck und trotzdem ist Robben, das ist das, was du eben auch gefragt hast, für die Bayern, glaube ich, nicht zu ersetzen. Durch seine Mentalität, durch seinen Willen, durch seine Erfahrung, auch große Spiele zu entscheiden, das ist im Moment noch nicht interessant, weil wir sind im Herbst. Aber auf Strecke werden die Bayern Robben und idealerweise auch Ribéry noch brauchen.